Hallo meine lieben Freunde, das ist normalerweise kein Tag, an dem ich ein Video hochlade, aber ich muss jetzt wirklich mal ein Ankündigungsvideo machen. Ich mag das zwar nicht, aber manchmal sammelt sich halt so eine ganze Menge an auf meinem Herzen, was ich loswerden muss und euch erzählen muss. Und deswegen kommt jetzt einfach mein Video so aus der Reihe. Ja, zuallererst, ich habe jetzt ein Postfach. Das funktioniert jetzt endlich und ich werde euch jetzt entweder hier einblenden, wie ihr mir eure Briefe schreiben könnt, beziehungsweise eure Demos hinschicken könnt. Aber bitte dran denken, da passt nur so ein Großbrief rein, also so ein Umschlag hier in dem Format. Das heißt, dass ihr am besten keine Pakete schickt, wenn das möglich ist. Also ich weiß gar nicht, wie das läuft. Dann wird das, glaube ich, weitergeleitet an mich direkt. Keine Ahnung, so genau weiß ich das nicht. Ihr könnt es natürlich ausprobieren, dann weiß ich es. Aber egal. Jedenfalls dort könntet ihr mir was hinschicken, wenn ihr denn jemals den Bock drauf gehabt hättet. Also wie gesagt, unten in der Verlinkung steht das ab jetzt auch immer meine Adresse, wo ihr mir das hinschicken könnt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das mache ich jetzt ganz schnell, damit ich euch hier an eurem Sonntag nicht so sehr aufhalte und ihr in Ruhe Tatort zu Ende gucken könnt. Ja. Ihr habt ja mittlerweile schon mitbekommen, meine festen Upload-Zeiten sind jetzt immer Montag 14 Uhr und Donnerstag 14 Uhr. Und das wird jetzt auch in Zukunft beibehalten. Was ich allerdings noch ein bisschen stärker bearbeiten möchte, beziehungsweise mir vorgestellt habe zu bearbeiten, sind die Formate. Tatsächlich kann ich das nicht alles vereinnahmen auf, sag mal, Montag mache ich Comedy und Donnerstag Metal, sondern Montag wird so eine Art freies Format. Ich habe von vielen gehört, ich soll mich mal mehr mit solchen Frage-Antwort-Geschichten beschäftigen. Ich habe allerdings auch gehört, ich soll weniger, sage ich, ein bisschen mehr ernsthafter sein bei solchen Fragen. Also ich soll auch Fragen ernsthaft beantworten. Also vielleicht Missverständnisse klären oder generelle Sachen erklären. Zum Beispiel, was ist picklig und sitzt in der Ecke und stinkt? Keine Ahnung. Das war jetzt Quatsch. Aber halt einfach mal irgendwie sowas zum Thema Metal, zum Beispiel irgendwelche Fakten, sowas fragen. Ja, sowas kann ich dann theoretisch beantworten. Deswegen mache ich jetzt alle 2 Wochen montags so ein Frageformat. Ich bin noch nicht sicher, welchen Namen ich dem gebe. Falls ihr eine Idee habt, dort unten in die Kommentare würde ich mich freuen, weil ich komme einfach auf keinen Titel oder keinen Namen, der irgendwie innovativ klingt. Vielleicht könnt ihr mir da helfen und wenn ihr da unten was reinschreiben könntet, würde ich mich echt freuen. Ja, in diesem Format möchte ich so alles zusammenfassen, was die meisten YouTuber so in viele verschiedene Formate packen. Also, solche Fragen, die ihr mir auf Facebook bzw. auf YouTube stellen könnt, ihr könnt mir die auch bei Ask stellen auf jeden Fall, dann möchte ich, sag mal, so die Briefe, die an mich gereicht werden, beziehungsweise über mein Postfach, findet ihr dort unten, ja, denkt dran, über mein Postfach zu mir kommen. Sag mal, wenn ihr mir ein Bild von mir oder von irgendwas anderem schickt, dann kann ich euch das mal in die Kamera halten zum Beispiel. Oder wenn ihr da schreibt, ja, liest doch mal die und die Passage vor, da kann ich das ja auch mal vorlesen, klar. Das kommt da mit rein und da kommen dann, sagen wir so kleine persönliche Sachen von mir auch so mit rein in das Format. Das kommt, wie gesagt, alle 2 Wochen und die andere Woche ist dann halt immer irgendwie Comedy oder halt so random Zeug, was mir halt gerade so in den Kopf schießt. Da möchte ich mich auch nicht festlegen, das ist einfach freier Wahnsinn. Und donnerstags gebe ich euch im Endeffekt das, was ihr wollt, nämlich Metal. Ihr habt ja schon gesehen, die Metal-Show hatte ich angefangen und ein bisschen geübt. Allerdings muss ich sagen, das Format ist nicht so angekommen, wie ich mir das vorgestellt hätte. In den Statistiken, wir haben ja ganz, 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 ganz ausgefeilte Statistiken von YouTube. Da sieht man ganz genau, was da die Fehler sind und wo das nicht so ganz funktioniert. Deswegen, Metal-Show wird es jetzt in einer überarbeiteten, neuen Konzeption geben. Werdet ihr jetzt anders bekommen. Ihr kriegt jeden Donnerstag von mir jetzt Metal für alle an den Hals. Wenigstens auch ein, naja, teilweise deutscher Begriff. Und da werde ich euch dann immer über, sag mal, News aus der Metal-Szene versorgen, Reviews und generell so ein paar Fakten und Sachen rundherum. Kann auch mal Metal-Comedy mit drin sein. Also da geht's nur um Metal. Merkt euch, Donnerstag 14 Uhr ist Metal-Time. Da geht's jetzt für euch immer um Metal. Mindestens Donnerstag. Ihr könnt ja auch die ganze Woche. Ja, und Montag, wie gesagt, halt Comedy bzw. Persönliches zu mir oder Random-Zeug. Ja, also Montag, Donnerstag, 14 Uhr, prägt euch das ein. Und wie gesagt, Postfach. Wäre cool. Morgen gibt es dann schon ein Frageformat. Wie gesagt, ich habe ja so viele 100 Fragen mittlerweile angesammelt. Die müssen auch mal ein Stückchen abgebaut werden. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns morgen, 14 Uhr. Ich freue mich dann auch auf eure Briefe. Da muss ich noch lesen lernen bis dahin, aber das schaffe ich schon. Also, bis dann, ne? Ich hoffe, dass ihr dann auch noch dabei seid morgen und dass ihr mich jetzt nicht sofort deabonniert, weil ich sage, oh, feste Formate, Mainstream und so.
Bis dann, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüssikowski.